Hallo Internet, hallo YouTube, willkommen zu einer Mod-Kurzvorstellung. Und zwar geht es hier um diesen Sidero, wird er glaube ich ausgesprochen, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall ist er verlinkt, auch mit dem richtigen Namen. Es ist ein Grubber, der hat eine Arbeitsbreite von 5,7 Meter und ja, hat echt klasse Texturen, also beim Grubbern. Ich will es euch einfach mal zeigen. Von außen ist schon ein bisschen schmuddelig das Ganze. Jetzt ist er hier gerade eingeklappt. Auch hier schön mit den Federn gemacht. So, wir ihn einfach mal dran machen. Und fahren mal zu einer Startposition und dann werde ich den auch gleich mal ausklappen. Also ich finde den wirklich sehr gelungen optisch. Auch mit diesen ganzen Haken. Aber was mir richtig gut gefällt, seht ihr gleich. So, hier fangen wir mal an. Übrigens die Karte Landwehrkanal. Ich klappe das Ganze jetzt mal aus. Ja, auf jeden Fall eine schöne Arbeitsbreite. Und jetzt zeige ich euch mal die schönen Texturen beim Grubbern. Das sieht doch richtig klasse aus, oder? Wirklich optisch sehr schön gemacht. Kräftig am Stauben. Und man hat so das Gefühl, dass er wirklich im Erdreich richtig arbeitet. Ja, zu bekommen ist das Ganze bei Modhoster. Schauen wir nochmal eine Runde. Jetzt nochmal einklappen und dann gucken wir nochmal, wie das Ganze im Dunkeln aussieht. Das gibt es ja auch mal Unterschiede. Und auch hier wirkt er absolut glaubhaft. Schauen wir das Ganze nochmal mit Arbeitslicht an. Ja, also bei mir bleibt er auf jeden Fall auf dem Hof. Gerade diese mittleren Größen fände ich ja sehr schön. Und mal von innen. So, das war's auch schon fast. Können wir noch mal ganz kurz in den Shop schauen. Gisella Sidero. Ja, vielen Dank für diesen tollen Mod an den Mod-Ersteller. Werfen wir noch mal einen Blick drauf im Vorbeifahren und einfach mal runterladen, ausprobieren. Ich finde den wirklich sehr gelungen. YouTube, danke fürs Zuschauen. Macht's gut.